Leute, ich liebe Filme. Endlich bin ich in meinem Lieblingskinosaal. Ja, Mann, Filme gucken. Ray, ich glaube, das ist ein Horrorfilm. Oh mein Gott, was macht der da? Ihr stellt euch doch mal nicht so an. Ich habe was richtig Cooles vorbereitet. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Drück nicht auf den Abonnieren-Button! Nein! Drück nicht drauf! Warum? Abonnier doch den Kanal! Abonnier doch! Nein! Herr Obama, weißt du was? Mit dir gehen wir in kein Kino mehr rein. Du bringst immer zu diesen Horrorfilmen. Leute, so viel Horror auf einmal kann ich nicht mehr sehen, Freunde. Deswegen wisst ihr, was zu tun ist. Macht jetzt den roten Abonnier-Button grau und abonniert damit den Kanal, Freunde, und werdet Teil unserer Welt. Aber Leute, starten wir mit dem heutigen Video. Was machen wir denn heute? Wir gehen ins Kino. Ja, Mann, wir gehen ins Kino. Leute, wisst ihr schon, was mich beim Kinobesuch immer gestört hat? Was denn? Wir konnten unser eigenes Essen nicht mitnehmen. Leute, ich will Sandwiches, ich will Käsekuchen, ich will Pizza, Freunde, aber das können wir nicht mitnehmen, oder nicht? Und das werden wir heute unseren Abonnenten demonstrieren, denn heute zeigen wir 15 Arten, wie man Essen ins Kino reinbringt. Leute, das Video wird richtig lustig, das kann ich euch versprechen und vielleicht nehmt ihr auch was davon mit. Okay, Fatih, komm, lass uns endlich zur ersten Methode. Komm! Okay, Leute, wir sind an dem Ort, wo wir unsere Methoden vorbereiten werden. Ey, wo ist eigentlich Herr Obama? Ist das echt so? Bist du hier? Nee, egal. Dann schauen wir ohne ihn. Okay, Leute, die erste Methode ist, wir nehmen einfach das Essen und laufen einfach ganz gechillt damit rein, Freunde. Meinst du, das klappt wirklich? Hä, das ist so auffällig, dass es wieder unauffällig ist. Hä, meinst du? Ja, klar, Mann, das wird funktionieren. Jetzt komm schon. Lalalala. Ich hab kein Essen dabei. Ich auch nicht. Stopp. Hallo, unsere Karten. Ja. Zeig mal her. Mhm. Gut. Was ist in euren Tüten denn drin? Ach, hier ist Essen drin. Ich meinte kein Essen drin auf jeden Fall. Sag mal her. Und was ist das hier? Ihr glaubt wohl, ihr könnt uns hier veräppeln. Also ich kann jetzt rein, oder nicht? Nein. Warum? Ihr könnt hier nicht mit eurem eigenen Essen rein. Und das wisst ihr auch ganz genau. Nehmt eure Karten und verschwindet. Das Essen wird uns... Das ist beschlagnahmt. Okay, tschüss. Wir werden schon reinkommen. Du wirst sehen. Lecker. Okay, Leute, vielleicht hat es mit der ersten Methode nicht geklappt, aber diese Methode wird auf jeden Fall klappen, Ray. Wir werden jetzt diesen Berg voller Schokolade an den Aufsteller vorbeibringen. Wie sollen wir das denn machen? Und zwar mit diesem Hut hier. Monsieur Fatih, wie soll uns das bitte weiterhelfen? Ganz easy, Ray. Wir nehmen einfach die Snickers und packen sie ganz locker flockig da rein, Ray. So einfach geht das. Jetzt einfach aufsetzen und schon ist die Illusion fertig. Oh mein Gott, Fatih. Du bist ein richtiges Genie, Junge. Aber Fatih, du hast was ganz Wichtiges vergessen. So, Leute, ich habe hier einfach den doppelseitigen Klebeband und klebe das an die Innenseite vom Hut. So, Leute, jetzt habe ich es festgeklebt. Jetzt klebe ich die Snickers-Riegel da rein. Ey, Raymond, wie kannst du damit deine Zeit verschwenden, Mann? Der wird eh nicht nachsehen. Gib mir das mal her, Mann. Du wirst schon sehen. Also, ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden. Hier gehen Sie durch. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Einen guten Abend auch für Sie. Guten Abend. Ich sagte, guten Abend, der Herr. Guten Abend. Was ist das denn? Also, Sie dachten ja wohl nicht, dass Sie diese Snickers hier hineinschmuggeln können. Nein, ich wollte... Guten Abend. Der junge Mann darf eintreten, aber Sie dürfen nicht hinein. Bitte sehr, der Herr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tritt. Da dachte wohl jemand, er kann diesen Snickers an mir vorbeischmuggeln. Ja, Mann, einfach reingekommen, jetzt Snickers fetzen. So, Leute, in dieser Runde werden wir das leckerste und beliebteste Essen ins Kino reinschmuggeln. Und zwar Chips, Leute. Eine Menge Chips. Nur Tape? Was soll ich denn damit? Ey, Fatih, guck mal, ich hab jetzt noch einen Anzug. Hä, hey, Mann, wo hast du den denn her? Ey, Fatih, hilf mir mal, alle Chips hier reinzutun. Das wird ein cooles Leben. Meinst du, wir kommen damit rein? So, Ray, vorsichtig. Pass auf, Mann! So ist gut, Fatih! Wir kriegen das Ding rein! Was
aufmachen. Hallo, Boss. Guten Abend. Eure Karten, bitte. Sie sind etwas kräftiger geworden. Ja, ich habe ein bisschen trainiert. Aber Sie haben es schon gut zugelegt. Ja. Hast du was gegen Dicke, Mann? Hast du was gegen Dicke? Hä? Ja? Nein. Hast du was gegen Dicke, Mann? Hier ist kein Respekt. Ja. Hier ist kein Respekt. Ich wünsche euch einen guten Film. Ja, wir müssen ein bisschen Platz machen. Ja. Danke. Okay, Leute, mal gucken, was wir in dieser Runde haben. Oh mein Gott, Twins, wie geil! Aber Fatih, wie bekommen wir die da rein? Wie wir die reinbekommen? Ja. Dafür musst du deinen Arm brechen. Was? Ey, was ist das? Wuhu! Willst du mich hier irgendwie in Fortnite oder was? Ray, wir nehmen einfach den Verband, bandagieren damit deinen Arm und verstecken die Twix unter dem Verband. Junge, Alter, was soll denn eine krasse Idee? Okay, jetzt die erste Lage. Ey, Ray, das wird so heftig. Ja, Mann. Ey, Ray, der wird das niemals schicken. So, Leute, jetzt den Arm komplett zumachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, mein Arm tut schon weh. Aua. Und fertig. Ey, aber Fatih, ich glaube, du musst jetzt dein Bein brechen. Was? Ja, du brauchst doch auch Bandagen. Komm, Fatih, mal schnell. Ja, Mann, so einfach ist das nicht. Hilf mir mal, anstatt zu reden. Ja. Und fertig. Ey, Leute, sieht das Bein gebrochen aus oder nicht? Ja, Junge, tu deinen Fuß da weg. Da würde ich sagen, Ray, gehen wir jetzt endlich zum Kinosaal. Hallo. Hallo. Oh, was ist denn mit euch passiert? Ich habe sein Bein geschlagen und dann habe ich sein Bein gebrochen. Nein, er meinte Fußball. Wir haben Fußball gespielt. Ach Mensch, aber wie schön, dass ihr uns dennoch besucht. Ja. Wisst ihr was? Was? Dann dürft ihr beide heute den Film kostenlos schauen. Kostenlos? Oh, danke. Vorsichtig. Viel Spaß. Danke. Twix. Leute, bei dieser Methode haben wir was richtig Verrücktes. Leute, gebt euch mal unseren Sitz, Freunde, wir können einfach damit fahren. Aber die Frage ist, kommen wir ins Kinosaal oder nicht? Das ist doch viel zu groß, Mann. Leute, komm da rein, Mann, vertrau mir. Ja, okay, dann versuch doch. Hallo. Hier, unsere Tickets. Können wir rein? Was ist das denn? Können wir jetzt rein? Natürlich nicht, das passt doch nicht mal durch die Tür. Wir sind ja im Kino. Ihr könnt euer Auto draußen parken, dann könnt ihr nochmal reinkommen. Aber zu Fuß. Jetzt nehmt eure Tickets und verschwindet. Und ihr habt da sogar noch Essen dabei. Hey, wir haben noch Chips, Mann. Wir werden schon reinkommen. Du wirst sehen. Wir kommen rein. Das werden wir ja mal sehen. Happy Halloween, Leute! In dieser Runde haben wir richtig viele Süßigkeiten, Freunde! Aber die Frage ist, wie bekommen wir die da rein? Ich hab's, Ray! Ich hab eine richtig krasse Idee! Und du wirst mir dabei helfen! Wie soll ich das machen? Muss das wirklich sein? Leute, so schnell macht man ein Mädchen zu einer schwangeren Frau. Schönen guten Tag. Hallo. Oh, wie viel werden es denn? Wir sind zwei. Also Zwillinge. Ja, genau. Ach, wie schön. Darf man mal streicheln? Nein, auf keinen Fall. Mein Bauch tut weh. Okay. Ich will dich reinlassen. Bitte. Ja. Dann viel Spaß beim Füllen. Wir haben einen Ballon, wir haben einen Babyanzug. Ray, was können wir damit machen? Vielleicht gehe ich in den Babyanzug rein? Also von der Größe stimmt's. Ah, Fati, jetzt verstehe ich das. Oh mein Gott. So, und jetzt nur noch der Kopf. Hä, da fehlt doch ein Gesicht. Ein Gesicht? Ja. Einfach Oberarm.
Okay, und jetzt schnell rein damit. Ich hab Hunger. Hallo. Hallo. Einmal zu dritt, bitte. Ach, das ist aber ein süßes Baby. Ach, danke. Wie der Vater, glaube ich. Natürlich, Kinder sind kostenlos. Aber darf ich es kurz mal halten? Nein, das geht leider nicht. Aber noch ganz kurz. Nein, nein, das ist nicht möglich. Das ist ja Betrug. Nein. Und hier Süßigkeiten reinschmuggeln ins Kino. Ich glaube, es hakt wohl mit euch. Jetzt aber weg, verschwindet. Dieses schöne Gesicht wurde entehrt und beschmutzt. Schlimm, die Jugend von heute. Leute, als nächstes haben wir doppelseitigen Klebeband. Und Ray, du weißt jetzt ganz genau, was passiert. Ja, Mann. Ey, was hast du denn noch mitgebracht? Wuhu, einfach Würmer, Leute. Ray, bist du bereit für deine neue Frisur? Ja, Mann, komm schon. Leute, gebt euch einfach seine Haare, Freunde. Wir haben den amerikanischen Rapper Lil Ray. Go, go. Yes, sir. Schönen guten Tag. Dürfte ich eure Karten sehen? Das ist ein internationaler Rapper hier. Oh. Extra aus Amerika. Nicht so viel diskutieren, bitte. Junger Mann. Hey. Ist doch hier reden hier, ne? Er ist internationaler Rapper. Ich wollte nur sagen, ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie unser Haus besuchen. Ja, ich will jetzt da rein. Eine schicke Frisur haben Sie. Danke. Bitte sehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Das war bestimmt jemand ganz Berühmtes. Ey, mit der Aufseher ist so dumm. Leute, für diese Runde haben wir nichts anderes als diesen Karton. Und jetzt fragt ihr euch, Freunde, wie können wir diese Süßigkeiten in diesem Karton verstecken? Ganz einfach, wir tun die Süßigkeiten einfach nur rein. Hä? Aber die wird man noch sehen. Da hast du aber den doppelten Bonus vergessen. So wird der Aufseher das niemals merken. Ey, Fatih, mit dieser Methode kann man ja alles reinbringen. Na klar. Komm, lass uns das ausprobieren. Komm. Hallo, ihr möchte gern Gangsters. Einmal eure Tickets, bitte. Unsere Tickets? Wie hast du mich gerade gehört? Seht ihr? Nix drin. Nein. Wir sind hier nicht bei der Post. Das wurde uns doch nach Hause geliefert. Oh, hier ist nichts. Siehst du was? Na, meinetwegen. Viel Spaß beim Film. Scheint so, als diesmal nicht geschummelt wurde. Oh, der doppelte Monat funktioniert, Ray! Gib durch dieses Auge! Leute, ich weiß, ihr seid kein Fan von den Masken, aber für diese Runde, Freunde, zeige ich euch einen Trick. Wir packen unsere Süßigkeiten einfach in unsere Maske rein. Ray, warum haben wir das nicht vorher gemacht? So, Leute. Und? Also, ich sehe nichts. Und, funktioniert? Ja, aber funktioniert das rein? Komm, wir gehen jetzt endlich rein. Wir haben unsere Masken an. Ja, moin, Meister. Ja, das ist sehr löblich. Ah. Der Film hat aber eine Altersbeschränkung. Unsere Tickets haben wir hier auch. Das ist schön und gut. Ich müsste mal eure Ausweise und eure Gesichter sehen. Okay. Bitte, fang du mal an. Was soll das denn? Du wolltest ja Süßigkeiten reinschmuggeln. Eine Maske ist dafür nicht gedacht, mein Freund. Was ist mit Ihnen? Nehmen Sie bitte Ihre Maske auch ab. Ja. Was okay. Denn? Sie scheinen alt genug zu sein. Ja. Sie dürfen rein, der Herr bleibt draußen. Danke. Leute, ihr fragt euch bestimmt, wo meine Süßigkeiten sind. Die sind schon längst in meinem Bauch, Freunde. Ich hab die nämlich schon aufgegessen. Ey, Ray, ich glaube, das war's für heute. Von den ganzen Süßigkeiten habe ich richtig Bauchschmerzen bekommen. Hey, Leute, ich bin wieder da und schaut mal, was ich mitgebracht habe. Das ist eine Pizza. Hey, Obama, wo warst du die ganze Zeit? Na, ich habe Pizza besorgt, weil ich Bock hatte auf eine Pizza. Na, was wollt ihr auch? Endlich was Richtiges zu essen. Ja. Aber Leute, keine richtige Pizza, sondern eine Süßigkeitenpizza. Ist das nicht toll? No!